Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich zu dem Thema News Trading, Impuls Trading mit Philipp Schröder von Next Level Trader. Ja, wir werden heute in dem Webinar verschiedene Methoden auch kennenlernen, wie man halt mit News umzugehen hat oder welche Möglichkeiten es gibt, da wirklich mit News zu traden. Philipp wird da einige Sachen vorstellen. Ich denke mal, News bewegen natürlich immer sehr, sehr stark die Kurse und gerade in der nächsten Zeit stehen ja noch einige wichtige News bevor. Ja, also sei es der Brexit, wo wir nächste Woche ja noch ein Webinar zu haben, oder natürlich auch immer News seitens der EZB oder der Fed. Da gibt es ja immer sehr, sehr viele News, die natürlich die Kurse stark bewegen können. Auch heute hatten wir das ja vorbörslich auch schon bei LinkedIn. Microsoft hat ja angekündigt, die Aktie zu übernehmen. Ich weiß nicht, ob Philipp da gleich drauf eingehen wird, aber das ist natürlich auch mal wieder ein Zeichen dafür, dass ein Kurs dann plötzlich fast 50% höher steht als am Vortag. Ich möchte gar nicht so viel reden, beziehungsweise möchte Sie zu Beginn einfach auch noch mal ganz kurz fragen, ob Sie mich überhaupt verstehen können. Nicht, dass ich jetzt hier in den leeren Raum rede und Sie mich gar nicht hören. Vielleicht können Sie mir da ein kurzes Feedback geben über die Chat-Funktion, ob Bild und Ton soweit in Ordnung sind. Sie sollten also jetzt die CapTrader-Homepage gerade sehen und ja, mich hoffentlich auch hören. Gut, das scheint aber alles zu funktionieren, alles top. Okay, vielen Dank für das Feedback. Sie haben auch die Möglichkeit, gleich während des Webinars diese Chat-Funktion zu nutzen, also Fragen zu stellen. Und ja, dann werden wir versuchen, natürlich soweit es möglich ist, auch auf diese Fragen einzugehen und diese dann auch zu beantworten. Okay, ja, das war's schon von meiner Seite. Ich werde Philipp jetzt noch zum Moderator ernennen und dann können wir direkt loslegen. Und ja, wünsche Ihnen dann viel Spaß bei dem heutigen Webinar. Und wie gesagt, nutzen Sie die Möglichkeit, auch interaktiv mit uns in Verbindung zu treten, also diese Chat-Funktion zu nutzen und dann halt auch Fragen zu stellen. Okay, Philipp, deinen Bildschirm sieht man schon. Oh, du hast ja schon LinkedIn. Ja, kein Wunder. Das ist natürlich die News des Tages, was die amerikanischen Märkte heute angeht. Ja, dann kannst du gerne loslegen. Andreas, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen heute Abend zu diesem Webinar. Wir wollen heute über das Thema News Trading nochmal sprechen. Das ist ja im Grunde ein Thema, was immer wieder aktuell ist, mal mehr, mal weniger. In der ja, jetzigen, in Anführungszeichen, heißen Phase, kurz vor dem Brexit, was die Makro-News angeht, wird es tendenziell immer wichtiger. Wir haben ja die Abstimmung demnächst und viele Prognosen, die in die eine oder andere Richtung schwenken. Dazu gehen wir gleich mal auf mögliche Auswirkungen ein und auf Szenarien, wie man das Ganze traden kann. Dann möchte ich am Beispiel, weil es heute eben so gut passt, hat Andreas ja schon gerade eindrucksvoll auch nochmal erläutert, auf das Thema LinkedIn zu sprechen kommen, die Übernahme durch Microsoft heute. Und was wird die Take-Home-Message sein? Es wird darum gehen, zu schauen, wie kann man denn News traden, potenzielle News traden oder wenn sie denn da sind. Was muss man beachten? Kann man vorher platziert sein oder nicht? Platziert man sich lieber hinterher oder was ist überhaupt die richtige Herangehensweise, wenn man im Bereich von Aktien oder Indizes, die auf entsprechende News reagieren können, sich positionieren möchte? Es gibt dazu eine Menge unterschiedlicher Ansätze. Ich zeige Ihnen heute Abend einen Ansatz, den ich selber immer fahre, den nenne ich letztendlich 80-20-Ansatz. Was das heißt, zeige ich Ihnen gleich. Vorher möchte ich nochmal kurz darauf einwirken, was eigentlich News sind. Es gibt ja immer wieder diese Wirtschaftskalender, die Sie alle kennen, die letztendlich Ihnen zeigen, welche Nachrichten zu welchen Zeitpunkten veröffentlicht werden. Darunter gibt es dieses Einsortieren von verschiedenen Prioritäten von Nachrichten, also ob die möglicherweise einen hohen Impact, also einen hohen Einfluss auf das Kursgeschehen haben oder eben nicht. Man weiß aus der Vergangenheit, diverse Nachrichten, gerade die geplanten Nachrichten, haben in der Regel relativ wenig Einfluss, bis mit ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Nachrichten aus den USA, was die Arbeitsmarktdatensituation angeht, so die Non-Farm Payrolls, also exagrar Arbeitsmarktdaten. Dann geht es weiter mit Daten wie einem möglichen Zinsentscheid oder durch die EZB oder eben auch die Fed Minutes, die Sie kennen, mit anschließenden Pressekonferenzen. Das sind also so, sage ich mal,
Events, die ein hohes Profil an, ja, an Impact letztendlich haben und möglicherweise für Volatilität sorgen können, also für Schwankungen, die wir uns zunutze machen können am Markt. Nichts anderes haben wir ja vor, wenn man davon spricht, letztendlich News zu traden. Ich zeige Ihnen jetzt hier, um direkt einzutauchen, mal die Aktie von LinkedIn. Das ist ein 1-Minuten-Chart von heute in der Vorbörse bis zum aktuellen Preis, 192,5 aktuell. Die Aktie steht ja hier mit knapp 50% im Plus. Und Fragen, die bei sowas immer wieder aufkommen, sind natürlich, wie kann ich denn sowas handeln? In diesem Fall muss ich fast dazu sagen, gar nicht, beziehungsweise sehr, sehr schwer. Warum? Weil A ist die Nachricht, dass die Aktie von Microsoft, beziehungsweise die Firma von Microsoft übernommen wird, vorbörslich rausgekommen. Das heißt, wenn es überhaupt eine Gelegenheit gab, dann hätten sie schon in dieser Aktie auf der Long-Seite stehen müssen. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Die zweite Möglichkeit ist, sie schauen im Grunde nur zu, weil dieses Gap, was entsteht, relativ groß ist und meist tendenziell um oberen Ende schon gepreist wird, daher recht schwierig, solche Nachrichten überhaupt zu handeln. Das gilt für sogenannte Mergers Acquisitions an dieser Stelle, für Merger generell fast immer im US-Markt. Sie haben selten, wenn Sie denn keine Insider-Informationen haben, was die wenigsten von uns haben, die Möglichkeit, sich so zu platzieren, dass Sie von dieser vollen Kursbewegung profitieren können. Ausnahme ist natürlich, Sie sind aus irgendeinem Grund da schon investiert, sei es per Zufall oder weil sie mehr wussten. Aber für das Gros der Leute wird es gelten, dass man bei solchen Trading-Gelegenheiten im Grunde nicht dabei ist. Das ist aber auch nicht so schlimm. Warum? Weil eine Form von News-Trading, was diese M&A-Geschichten angeht, letztendlich eine ist, die ab und zu mal vorkommt, aber nicht sozusagen, dass das den Großteil unserer News-Trading-Gelegenheiten ausmacht. Deshalb kann man getrost sagen, man kann es hier vernachlässigen. Nichtsdestotrotz kann man an dieser Stelle schon mal eindrucksvoll sehen, was das bedeutet, wenn man auf der Long-Seite stehen würde und hier drin ist und es gibt so eine Abkehr. Wenn Sie im Optionsbereich zum Beispiel unterwegs sind, dann wissen Sie auch, wenn Sie hier aus Versehen Optionen schreiben, die Sie dann ordentlichen Verlust reißen lässt, sozusagen bei sowas, da gibt es ja Leute, die da Probleme haben. Es macht also Sinn, sich da entsprechend immer abzusichern, um nicht aus Versehen da auf der falschen Seite zu stehen. Das kann Ihnen auf der Long- und auch eben auf der Short-Seite dann ein ziemliches Loch ins Portfolio reißen, wenn es zu solchen Gaps kommt. Wie auch immer, das hier ein Beispiel für einen wirklich imposantes, für einen wirklich imposanten Anstieg, den man vermutlich nicht hätte hart traden können, zumindest während man davor saß. Ich möchte Ihnen noch ein anderes Beispiel zeigen, das ist dann für uns realistischer und das betrifft im Grunde den Gesamtmarkt. Dazu hole ich uns hier nochmal so ein Charting-Tool letztendlich, wo wir sehen können, naja, wo gibt es denn noch Möglichkeiten? Sie kennen das ja alle schon aus anderen Webinaren. Ich mache das gleich auch nochmal in der Plattform auf. Was heißt das? Wir schauen uns zum Beispiel mal so DAX an, wie hier gerade aktuell. Den können Sie ja bei CapTrader handeln, entweder als Future, als Mini-Future oder auch als CFD, wo letztendlich im Grunde der deutsche Aktienindex hier jetzt im Moment als CFD abgebildet ist. Sehen wir das muntere Hoch und Runter. Aktuell geht es ein bisschen weiter runter. Und wir wollen uns mal ansehen, wie kann man in der Vergangenheit eigentlich News Trading betreiben, zum Beispiel am DAX oder eben auch am Euro-Dollar oder am S&P. Wir verwenden als allererstes jetzt mal den DAX und schauen uns an, mit welcher Systematik kann man das tun. Wir haben ja jetzt aktuell keine wirklichen Makro-News-Anliegen, die jetzt am Ende dafür sorgen, dass hier so ein Stück weit der Markt zurückkommt. Dann gehen wir vielleicht gleich nochmal darauf an. Ich will Ihnen am Beispiel von den Non-Farm-Payrolls vom Anfang des Monats, vom 3.6., also das ist gerade mal 10 Tage her, zeigen, wie man denn News handeln kann. Was ist denn der erste Schritt, jetzt, ohne jetzt groß Fragen zu beantworten oder Suggestivfragen zu stellen, wichtig ist, wenn wir denn News handeln wollen und die planbar sind, müssen wir erstmal wissen, wann kommen die eigentlich raus. Und Sie alle wissen, der erste Freitag eines Monats, zum Beispiel, der hält uns die Non-Farm Payrolls bereit, das heißt, dort werden die Arbeitsmarktdaten exakt aus den USA veröffentlicht, weil welche in der Regel in der Folge für eine relativ große Kursbewegung am Markt sorgen, und zwar im Grunde an allen Märkten. Denn Sie wissen alle, die Indexmärkte, die korrelieren positiv miteinander. Da haben wir einen starken linearen Zusammenhang im Grunde. Wenn der S&P als auch der DAX in eine Richtung sich bewegen,
Das heißt, der eine Markt folgt dem anderen, die auf Schienen. Im Moment sehen wir ein Stück weit den DAX schlechter performen als den S&P, also da über sozusagen deutliche relative Schwäche. Aber wie auch immer, am Ende können wir sagen, wenn ein Index steigt, dann steigt der andere auch. Wenn ein Index fällt, fällt der andere auch. Die Frage ist eben, wie stark oder wie schwach. Letztendlich können Sie aber diese Newsletter, die da anliegen, in allen Märkten handeln. Sie können es auch im S&P machen. Ich zeige es am Beispiel von DAX aktuell. Was sehen wir hier? Bevor wir, wie gesagt, News handeln, müssen wir wissen, wann sie kommen. Sie können das über Wirtschaftskalender-Daten machen, die Sie überall im Internet finden. Es gibt zum Beispiel für die Non-Farm Payrolls, als auch für die Zinsentscheide, die zumindest geplant sind, vorgeplant für die 4 Wochen oder auch länger, die Termine zu finden. Dazu gibt es eine Menge verschiedener Kalender, die können Sie alle einsehen. Es gibt einige Beispiele, die ich Ihnen gleich zeigen kann, wo letztendlich dann das Datum mit der entsprechenden Uhrzeit für Sie schon mal vorbereitet ist. Merken Sie sich zum Beispiel, ich glaube, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, den ersten Freitag eines Monats für die Arbeitsmarktdaten in den USA. Was passiert oder was ist eigentlich die Idee? Die Idee ist, von einer höheren Volatilität im Idealfall zu profitieren. Das bedeutet, wir wollen den Markt, den wir uns anschauen, traden, egal ob auf der Long- oder der Short-Seite. Zumindest erwarten wir eine Volatilitätsexpansion. Das heißt, wir erwarten einen Ausbruch möglicherweise in eine oder andere Richtung, zumindest von einer kleineren auf eine größere Zeitebene. Und an der Stelle ist eben die große Frage, wie kann man das umsetzen, wenn man davor sitzt, oder muss man sich vorher schon platzieren? Um vielleicht mal mit Mythen aufzuräumen oder zumindest mit der Idee, was kann man tun? Als allererstes ist wichtig in der Regel, dass es sinnvoll ist, sich vor der Bekanntgabe von Nachrichten nicht im Markt zu bewegen. Das bedeutet, wenn Sie nicht eine Position haben, die deutlich für Sie läuft, sollten Sie überlegen, ob Sie vorhandene Positionen schließen, bevor die Nachrichten veröffentlicht werden, oder gar keine mehr eröffnen, es sei denn, Sie haben aus irgendeinem Grund Informationen, die keiner hat, und wissen und können prognostizieren, wo es hingeht. Das wird aber in den seltensten Fällen der Fall sein. Von daher kann ich Ihnen im Grunde raten, Ihre Position glattzustellen vor einer Nachrichtenveröffentlichung, um dann letztendlich neu möglicherweise einzusteigen in einen Trade, der sich ergeben kann. Und warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil, wenn die Volatilität ansteigt, Sie möglicherweise mit relativ hohen Schwankungen rechnen müssen, die vielleicht Sie genau auf der falschen Seite erwischen und Sie dann in die Röhre gucken, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, schnelle und starke Kursbewegungen in eine oder andere Richtung, in der Sie mit größeren Spreads zu kämpfen haben, völlig natürlich, als eben auch mit viel Slippage, weil Sie nicht da ausgeführt werden können, wo Sie vielleicht ausgeführt werden wollen, was nicht am Broker liegt, sondern einfach an den Gegebenheiten des Marktes und der Liquidität, und aus diesem Grund häufig dann eben eher auf der Verliererseite stehen. Ich zeige Ihnen das hier im Beispiel, ich habe das gerade markiert, das Hoch, das Tageshoch und das Tagestief sozusagen im DAX am 3.6. Da schwankt der Markt von knapp der 10.280 runter bis zu 10.000, was auch immer, 34 oder sowas, oder sagen wir mal 30. Er ist also da ordentlich unterwegs, und das kann dem einen oder anderen wehtun, wenn der hier so eine Wohler-Spanne von 250 Punkten hinlegt und Sie vielleicht genau auf der falschen Seite stehen. Vor allen Dingen gerne gesehen, der Markt macht ein neues Tageshoch und fällt danach runter. Was heißt das im Umkehrschluss für uns? Im Umkehrschluss bedeutet das, wir können erstmal sagen, dass es sinnvoll ist, sich zu überlegen, tatsächlich nicht zu platziert zu sein und dann zu schauen, wie können wir uns denn platzieren, wenn der Markt sich in eine Richtung bewegt. Ganz wichtig zu wissen ist, dass Sie in der Regel nicht den vollen Trend einer Linksbewegung handeln können, es sei denn, Sie sind zufällig platziert. Also diese gesamte Strecke, nennen wir sie mal 100%, die Sie hier sehen können, ich male das nochmal hin, 100%, diese Strecke können Sie in der Regel nicht komplett ausschöpfen, einfach weil Sie sonst genau am Hoch und genau am Tief entsprechend handeln müssten. Das heißt, in diesem Fall hier oben shorten, hier unten covern, das werden die wenigsten machen und schaffen. Aber ist denn wirklich notwendig, dass wir das schaffen? Ich meine, nein, es reicht ja aus, wenn wir im Rahmen einer möglicherweise beginnenden Trendbewegung auch einen Teil aus der Gesamtlage herausschneiden können. Wenn wir, sagen wir mal, 250 Punkte Bewegung sehen, ich male das jetzt hier mal so in Klammern hin, 250 Punkte in etwa, dann reicht es ja, wenn wir eine Fraktion da herausschneiden können. Wenn Sie da es schaffen, 150 oder 100 Punkte schon rauszuholen, dann sind Sie da sicherlich wirklich erfolgreich aus diesem Trade herausgegangen nach den News. Vor allen Dingen, wenn die Risikoparameter stimmen. Was bedeutet das?
Sie wollen möglichst wenig riskieren und möglichst viel verdienen oder viel an Punkten verdienen. Und manchmal brauchen Sie ja gerade, wenn die Volatilität so hoch ist, ein, zwei Gehversuche, um dort erfolgreich im Markt sich zu positionieren. Und das ist an der Stelle eben nicht immer so einfach, das Risikoprofil so zu wählen. Und vor allen Dingen, weil Sie genau davor sitzen müssen. Ich zeige Ihnen heute mit dieser sogenannten 80-20-Regel beziehungsweise 50% Retracement-Regel, die Sie sicherlich schon mal in abgewandelter Form gehört haben, wie das im Detail sozusagen für Sie umsetzbar ist. Ich lösche nochmal hier diese, ich mache mal einen Screenshot, dann kann man es vielleicht nochmal rummailen, lösche mal eben diese Geschichte hier. Worum geht es? Wir haben hier einen 5-Minuten-Chart, gehen wir mal auf eine kleinere Zeitebene zurück, nämlich zum Beispiel einen 1-Minuten-Chart, den Sie brauchen, eine relativ gute Auflösung letztendlich für sowas. Jetzt springen wir mal irgendwo hin, zurück an diesen 3.6. Und schauen uns mal an, wo das ist, beziehungsweise holen uns das auch, ich habe es gerade als CFD da nicht vorliegen, jetzt würde ich es in der Plattform mal eben holen, aber ist ja wurscht, machen wir es hier. Und scrollen mal dahin, wobei ich glaube, ich meine, man könnte hier auch noch ein Datum suchen. Mal schauen, wie geht das? Okay, will ja gerade nicht, aber wir werden es finden. Gleich sind wir da irgendwo angekommen, 3.6. Da ist er. So, hier ist es. Und jetzt schauen wir uns mal an, was gemeint ist. Wir machen mal alles, was da angleitend im Durchschnitt ist, erstmal raus. Ich erkläre Ihnen später, wie man das noch zur Anwendung bringen kann. Als allererstes zeige ich Ihnen einmal kurz, was ich meine. Hier sehen Sie eine große rote Kerze. Und diese große rote Kerze ist entstanden zu den Non-Farm Payrolls. Das heißt, das heißt, wir haben ja an der Stelle diese impulsartige Bewegung, die impulsartige Reaktion des Marktes auf die Veröffentlichung der Daten. Diese Kerze in einem Minutenchart ist groß von der 10.260 und geht tief bis zu 10.144 und schwankt so ein Stück weit rum. Was Sie beachten können oder sollten ist, wenn Sie eine Impulskerze sehen im Markt, dann wissen Sie immer ein Hoch einer Kerze. Ich male das hier mal entsprechend in diesen roten Balken. Sie kennen ein Hoch und Sie kennen auch an irgendeinem Punkt ein Tief. Und dieses Hoch einer Kerze oder das Tief einer Kerze innerhalb der ersten 60 Sekunden, das entsteht, so wie die Kerze im Grunde geprintet wird. Und dann haben Sie erstmal eine Spanne sozusagen, mit der Sie arbeiten können. Wichtig ist, sobald Sie eine Kerze haben, mit der Sie arbeiten können, so eine sogenannte Impulskerze, manche Leute nennen das auch Power Candle oder es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür, sobald Sie die als Referenzwert haben, können Sie überlegen, was machen Sie damit. Denken Sie immer daran, nur weil ein Markt nach unten gefallen ist, schnell, heißt das nicht, dass er nicht nochmal nach oben will und nur weil ein Markt schnell nach oben gegangen ist, heißt das nicht, dass er fallen wird in der Konferenz. Genauso ist es wichtig, sich zu überlegen und zu merken, dass ein Markt auf positive Nachrichten nicht immer positiv reagiert und auf negative Nachrichten nicht immer negativ reagiert. Versuchen Sie also, diese sogenannte Bias im Griff zu haben, im Sinne von einer Nicht-Vorfestlegung, vor allen Dingen im Kopf, wenn ein Markt beginnt, sich zu bewegen. Sie wollen also, die Hypothese sollte nicht lauten, ich will, dass der Markt fällt, oder ich glaube, dass der Markt fällt, also gehe ich short, und Sie versuchen dafür eine Bestätigung zu finden und die alternative Hypothese sollte auch nicht lauten, ich glaube, dass der Markt steigt und jetzt suche ich mal Beweise dafür, dass der steigt. Sie sollten sich völlig neutral hinstellen und sich vom Markt zeigen lassen, was er will. Ein gutes Indiz ist häufig, wenn der Markt denn schon einen Impuls in eine Richtung macht, also in diesem Fall nach unten, dann könnten Sie sofort die Hypothese bilden, okay, der Markt will nach unten und dann Einstiege suchen für einen möglichen Short. Wie finden Sie diese Einstiege? Das ist relativ banal, aber letztendlich wichtig, nochmal darauf hinzuweisen und in der Retrospektive hier auch nicht ganz so einfach zu schreiben. Wichtig ist, dass dieses Prozentniveau von 100%, was ich vorhin angemalt hatte, innerhalb einer Kerze, als Impulskerze sozusagen, wenn sie gezeichnet wird, erstmal da ist und Sie jetzt überlegen können, was mache ich denn? Eine Idee, wenn die dann zum Beispiel rot ist, also es nach unten geht, ist zu überlegen, im Rücklauf innerhalb dieses Impulses auf die Short-Seite zu traden.
Und dazu sollten Sie wissen, dass der Markt nicht weiter als ca. 80% zurücklaufen sollte innerhalb dieser Kerze. Idealerweise bewegt er sich eher so im Bereich von 50%. Das ist jetzt nur grob über den Daumen gepeilt hier. 80%, sagen wir mal hier irgendwo 50%. Sie kennen alle solche FIP-Retracements, Fibonacci-Geschichten und so. Das ist damit im Grunde gemeint. Nur so schnell können Sie es eigentlich nicht einzeichnen. Sie müssen also darauf achten, was der Markt macht. Wie können Sie das sehen? Ich zeige Ihnen mal hier gleich auch auf der Plattform mit dem entsprechenden CFD, wie man das machen kann. Wenn Sie so eine Impulskerze sehen, dann bewegt sich innerhalb dieser Kerze ja der Preis. Der Preis wird in der Regel hier rechts angezeigt über so einen kleinen Preismarker. Wenn man das Ganze in der Trading-Plattform hat, welche auch immer Sie benutzen, ob Sie jetzt die TWS benutzen, den Agena Trader, Multicharts oder was auch immer, werden Sie eine Einstellung machen können, die Ihnen erlaubt zu sehen, in welche Richtung sich der Preis aktuell bewegt. Wenn diese horizontale Linie, die den aktuellen Preis abträgt, und die sollten wir einstellen können, sich dann innerhalb dieser gerade entstandenen Kerze bewegt, dann ist ja die Preisfindung für diese Minutenkerze noch in der Mache und noch nicht abgeschlossen, wenn zum Beispiel die ersten 20, 30 Sekunden vorbei sind. Sie haben ja noch 30, bis die Kerze fertig ist. Solange der Preis innerhalb dieser Preisfindungsphase der ersten 60 Sekunden nicht die 50 bis 80% nach oben überschreitet, sollten Sie überlegen, ob Sie gegen die 50 bis 80% auf die Short-Seite wechseln. Das heißt, irgendwo hier in diesem Bereich einen Short finden. Wenn Sie das schaffen, innerhalb dieses Bereichs hier einen Short zu finden, dann stehen Ihre Chancen gut, dass der Markt in der Folge in Richtung des Initialimpulses sich nochmal zurückentwickelt. Damit kommen Sie in der Regel relativ gut weg. Sie wissen, dass 50% in der Regel nicht überschritten werden sollten innerhalb eines validen Pullbacks. Und Sie sehen auch hier an dieser Stelle, ist es so, der Markt kommt nochmal zurück in diesem Zigzag hier nahe an die 50%-Grenze heran. Das heißt, Sie haben sogar in der Folge, in der Bestätigung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kerzen später, also 12 Minuten in diesem Fall, die Chance für einen Entry in Richtung der übergeordneten Impulsbewegung, wie wir ja gelernt haben, auf der Short-Seite steht, um nochmal einzusteigen. Sie finden den Entry entweder in der Kerze und sind positioniert, oft finden Sie den Entry auch irgendwo in den nächsten Minuten nochmal auf dem Pullback. Das bleibt Ihnen überlassen, wie Sie es traden wollen. Wenn Sie, je früher Sie drin sind, desto mehr profitieren Sie davon, wenn der Markt wirklich crasht und hier Anschlussbewegungen macht nach unten. Das sehen Sie ja jetzt in diesem Fall nicht. Sie haben also meistens ein oder zwei Möglichkeiten, auf der Short-Seite zu spielen. Das Ganze gilt im Übrigen auch für die Long-Seite. Heikel und interessant wird es an der Stelle, nämlich dann, wenn Sie einen Washout hatten, so wie das hier der Fall ist, der Markt kommt richtig runter, macht dann ein Retracement, hält höher und beginnt dann über den 50% zu halten. Also stellen Sie sich vor, der Kurs würde hier nicht weiter abfallen, sondern hier halten und dann über den 50% halten. Dann spricht man von einem relativ höheren Hoch, und das kennen Sie alle, und Sie können sich darüber Gedanken machen, auf der Long-Seite zu traden. Warum? Es wird immer dann interessant, wenn ab irgendeinem Punkt das letzte relative Hoch überschritten wird. Stellen Sie sich vor, der Markt tradet erstmal gewaltig runter, 200 Punkte, kommt dann in die Mitte zurück, hält überhalb der 50%-Bewegung und tradet dann langsam und sicher und stetig Richtung Tageshoch zurück. Dann haben Sie dieses typische, ich mache es mal in groß, dieses typische V, was Sie ja häufig in Märkten sehen, die davon geprägt sind, dass Tiefs gekauft werden, egal was für Tief. Und dann wird spätestens an dieser Stelle jeder, der Short ist, mit dem Stop über dem letzten Hoch den Trade verlassen und aus dieser Position aussteigen. Und was passiert, wenn viele Leute aus einer Short-Position aussteigen? Rein technisch gesehen werden diese Leute ihre Position zurückkaufen müssen. Das heißt, die covern ihren Short, und ein Short, der gecovert wird, ist nichts anderes technisch gesehen als eine Kauforder. Und wenn viele Kauforders ausgelöst werden, dann kennen Sie das, steigt in der Regel der Preis, also ein Käuferüberhang an der Stelle, und dann sehen Sie meistens diesen sogenannten Short-Squeeze, der sich anschließt. Jetzt ist das alles sehr gut geworden, aber Sie wissen hoffentlich, wovon ich spreche. Das haben wir in der Vergangenheit, in den letzten 7 Jahren, ja fast regelmäßig gesehen. Der Markt ist da ja relativ wenig zurückgekommen, sondern hat im Grunde letztendlich die Tiefs immer wieder zurück nach oben gekauft.
Merken Sie sich also nochmal, um das kurz zu wiederholen, es gibt eine Impulskerze im Rahmen von einer Nachrichtenveröffentlichung, zum Beispiel bei einem Zinsentscheid oder von den Online Payrolls oder was auch immer. Im Brexit-Poll wird das genauso sein. Nur da wird es wahrscheinlich nicht auf einmal kommen, sondern irgendwie über Nacht, meines Erachtens. Und dann schauen Sie nach im Gap oder im Rahmen dieser Newskerze, in welche Richtung geht die. Also erstens Richtung, ich kürze es mal ab, und dann zweitens Trading innerhalb dieser Richtung, also weiß ich nicht, die Execution in Richtung 1, also Richtung der festgestellten Richtung, und dann 3, nicht größer oder sagen wir mal kleiner gleich 50% als Softstop-Niveau und nicht größer als 80, damit Sie da auf der sicheren Seite bleiben mit Ihrem Trade. Und dann sind Sie im Grunde immer dann positioniert, wenn der Markt zum Beispiel zuerst runterkommt, dann maximal 50% retraced und dann das nächste Tief macht. Oder wie gesagt, sobald er das innerhalb der entstehenden Kerze macht, und dann landen Sie da auf der sicheren Seite. Was ist der Vorteil? Sie können in relativ engen Stops traden. Das bedeutet, an dieser Stelle, Sie sind nicht gezwungen oder dazu gezwungen, Ihren Stop hier hinzulegen und hier mal irgendwo short zu gehen und zu hoffen, dass da irgendein Punkt hier steht. Das kommt ja in der Regel nicht vor, sondern Sie schaffen es, sobald Sie die 50% Impulskerze sehen, in einem Preisbereich von vielleicht 20, 30 Punkten im DAX in diesem Fall zu arbeiten versus einem Stop von vielleicht 100 Punkten. Also hat unmittelbar auch eine Auswirkung auf Ihre Risikomanagement und Ihre Positionskursenbestimmung. Sodass Sie da, wenn Sie denn schon davor sitzen, möglicherweise mit weniger mehr erreichen können. Sie müssen eben halt da sein. Und als wichtige sozusagen zweite Message, die Sie nach Hause nehmen sollten an der Stelle, ist, versuchen Sie eben nicht vor Nachrichten platziert zu sein. Sollten Sie hier irgendwie einen Trade haben und sind hier vielleicht sogar long und der ist ein bisschen unter Wasser, der Long, und Sie wissen, also sagen wir mal, Sie sind hier long, Sie haben vergessen, dass News kommen oder Sie wissen, dass News kommen, würde ich Ihnen empfehlen, an dieser Stelle spätestens Ihren Trade aufzulösen, weil wenn Sie hier einen Stop haben, der wird mit Sicherheit Ihnen hier nicht ausgeführt, sondern irgendwo hier unten mit Slippage. Das heißt, an der Stelle bekommen Sie einen anderen Kurs, als Sie eigentlich wollen. Das ist nichts anderes, beschreibt der Slippage, kann zu Verlusten führen, die höher sind, als Sie erwarten. Gerade wenn viel wenig Liquidität. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz, sorry, dass ich dich unterbreche. Es kam eine Frage jetzt auch zu dem Thema gerade, ne? Vielleicht können wir da auch kurz drauf eingehen. Also ich lese dir mal eben vor. Ja. Wäre es da nicht besser, vor der News mit zwei Trades beide Möglichkeiten der Marktbewegung mitzumachen und mit engen Stops abzusichern? Also ein Trade wird dann mit kleinem Verlust ausgestoppt und der andere macht die Bewegung komplett mit. Ja, das können Sie machen, dann freut sich vor allen Dingen Ihr Broker. Können Sie machen. Sie müssen an der Stelle allerdings schauen, in welche Richtung, Sie müssen an der Stelle schauen, wie entwickelt sich die Gesamtsituation. Sie haben ja in den seltensten Fällen ein so enges Niveau, dass Sie hier mit einem Versuch mit einem ganz engen Stop es schaffen zu treffen. Das kommt oft vor, aber meistens brauchen Sie ein, zwei, drei Gehversuche mit engen Stops. Wenn Sie jetzt das multiplizieren würden, mal zwei, dann wären Sie dabei vielen Trades, also sagen wir mal sechs, und müssten das aktiv managen. Die Alternative wäre, Sie entscheiden sich für einen Trade, sagen wir mal, Sie gehen hier long an dieser Stelle, auf einem Konto und auf dem anderen Konto gehen Sie short an dieser Stelle, also in Rot. Ja, das ist ja mit der Frage gemeint. Dann wird der eine Trade ausgestoppt werden, nämlich der Long Trade, und der Short Trade geht auf. Das Problem, was entstehen kann, ist jetzt aber, wie entscheiden Sie, wann Sie den Trade auflösen? Machen Sie das unmittelbar hier oder machen Sie das erst hier oder machen Sie das erst hier, und wie entscheiden Sie, welchen Trade Sie behalten wollen? Das könnten Sie im Impuls entscheiden, aber Sie wissen nicht, wie die Folge aussieht. Und es kann notwendig werden, oder erstens kann es sein, dass beide Trades am Ende nichts werden, dann haben Sie Pech gehabt, und in der Folge kann es sein, dass Sie mit Ihrer Stoppsetzung und Ihrem Risiko sozusagen auf beiden Seiten geholt werden, und dann haben Sie doppelt verloren. Ich würde Ihnen tendenziell eher empfehlen, zu schauen, dass Sie es schaffen, wenn Sie das direktional angehen, aktiv zu schauen, wo Sie letztendlich mit einem engen Stop und einem sofort anlaufenden Trade in den Trade kommen und nicht
mit einem nicht einmal long, einmal short und sie schauen, welcher geht auf, weil da die Volatilität wird in der Regel so hoch sein, dass sie ab irgendeinem Punkt mit beiden Trades mal unter Wasser sind, dann müssen sie irgendwie entscheiden, in welche Richtung geht es denn. Also das wird wahrscheinlich in der Realität nicht funktionieren. Aber der Gedankenansatz ist natürlich sinnvoll, zu schauen, was entwickelt sich denn. Aber die Frage ist ja immer wieder beim Trading nicht, wo geht es hin, sondern wie ist das Risiko zu steuern. Und sie werden dann einen fixen Stopp brauchen und dann müssen sie halt überlegen, wo gehe ich raus, wo gehe ich rein. Und das werden sie aktiv auf zwei Konten nicht, also ich meine, sie können es ausprobieren, aber wahrscheinlich auf zwei Konten in diesem Umfang nicht aktiv so managen können, wie sie sich das vorstellen. Aber die Idee ist gut. Letztendlich wird sie wahrscheinlich daran scheitern, dass die Volatilität so hoch ist. Wie ist das mit Trailing Stops für den Ausstieg? Das war jetzt eine weitere Frage zu dem Thema. Ja, Trailing Stops können Sie verwenden. Die Frage ist immer, wie trailen Sie da den Stop? Für die Leute, die das noch nie gehört haben, ein Trailing Stop ist ein Stop, der automatisch nachgezogen wird, dem Preis hinterher nach definierbaren Kriterien, zum Beispiel entlang eines kleinen Durchschnitts oder entlang von Tiefs und Hochpunkten. Das können Sie machen, überhaupt keine Frage. Ich weise nur noch mal darauf hin, wie gesagt, dass die Volatilität höher ist in solchen News-Zeiten, in Anführungszeichen. Und die Frage immer ist, naja, mit welchem Trail arbeiten Sie denn jetzt? Ich hatte ja vorhin die gleitenden Durchschnitte hier ausgeschaltet, ich mache sie mal wieder an. Dann sehen wir uns mal an, wie zum Beispiel so ein gleitender Durchschnitt-Trail sich entwickeln könnte. Sie sehen hier einen gleitenden Durchschnitt, der ist relativ eng am Preis von 5, der würde uns ziemlich schnell gekillt werden. So ein gleitender Durchschnitt, wie zum Beispiel der 5er, der läuft im Preis relativ eng hinterher. Der 20er an dieser Stelle, würde den Preis tendenziell, der 50er würde den Preis entsprechend träger hinterherlaufen, dann haben Sie wieder das Problem, wie träge muss das Ganze sein, was mache ich bei Spikes und so. Also das können Sie alles machen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowas zu tun. Immer dann, wenn der Markt trendet, ist das auch alles nicht so schwierig. Ich persönlich nutze in der Regel ein 200er Intraday Moving Average, um das mal abzukürzen, das ist hier die rote Linie. Na, wo ist sie denn? Da, das ist hier diese rote Linie für eine Trenddefinition und alles andere würde ich aus der Hand handeln. Viel wichtiger meines Erachtens ist die Tatsache, sich zu überlegen, wie weit ist denn statistisch der Markt gelaufen. Um da vielleicht mal kurz einen Schlenker zu machen, Sie müssen erstmal einschätzen, wie weit bewegt sich eigentlich ein Markt. Gehen wir mal zurück auf nochmal ein anderes Fenster. Sie müssen wissen, wie weit bewegt sich eigentlich ein Markt und wie weit bewegt sich so ein DAX in der Regel. Und das können Sie ableiten über verschiedene Oszillatoren. Ich benutze dafür meist in der Regel, über verschiedene Kennzahlen. Sie können das zum Beispiel über die Average True Range ableiten, die Ihnen anzeigt, wie weit die durchschnittliche Schwankungsbreite ist in einem Markt, wie hier auf Tagesbasis abgetragen, bedeutet das 170 Punkte, 171. Wenn Sie die auf 20 Tage abtragen in etwa, das was Sie im DAX in der Regel mir anschauen, im S&P können Sie es auch so machen mit ungefähr dieser Einstellung. Sie landen also, sagen wir mal, summa summarum zwischen 150 und 200 Punkten. Wenn jetzt ein Markt, so wie heute zum Beispiel, der DAX hat heute aktuell 1,75% verloren, was im Umkehrschluss oder sagen wir mal im Future sogar 2%, das sind über 200 Punkte aktuell, 206 oder so, dann müssen Sie sich überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Markt, der jetzt bereits 200 Punkte verloren hat, in einem Umfeld, wo in der letzten Zeit nur 200 bis x Punkte erreicht werden, noch weiter trendet. Sie sollten das eben mit einbeziehen in Ihre Überlegung, weil wir in der Regel ab irgendeinem Punkt eine Rückkehr zum Mittelwert erwarten. Wir hatten ja, oder anders gesagt, wir haben ja in den seltensten Fällen Trendtage, die dafür sorgen, dass ein Markt wirklich lange in eine Richtung läuft. Ich will nochmal sozusagen kurz wirklich betonen, dass wir ja das, was wir in den vergangenen Woche gesehen haben, was der Markt hier so abstürzt oder runterfällt, das haben wir ja in der Regel nicht. Wir haben in der Regel eher einen seitwärts orientierten Markt, der davon geprägt ist, dass wir Tiefs haben, die gekauft werden, dass wir Hochs haben, die abverkauft werden. Das heißt, der Markt oszilliert im Grunde seitlich. Ab und zu haben Sie das Glück, dass der anfängt zu trenden. Da reinzukommen in den Trend, das ist nicht immer ganz so einfach.
vor allen Dingen dann, wenn solche News-Events stattfinden. Von daher ist das mit dem Trailing immer so eine Sache. Ich würde Ihnen, um das mit dem Trailing nochmal anders zu, vielleicht aufzubauen, eine Kombination aus den Dingen anraten, nämlich A, nicht in Richtung, der, nicht gegen die Richtung der übergeordneten gleitenden Durchschnitte zu handeln, also nicht immer long zu gehen, nur weil Sie glauben, der Markt ist zu weit weg und der muss jetzt mal wieder sich erholen. Also versuchen Sie A, das Trailing so zu bauen, dass Sie sagen, alles, was wir an gleitenden Durchschnitten im Moment zu finden ist auf großer Zeitebene, handeln Sie in Richtung der Steigung, also im Fall negativen Steigung, also nach unten. Und Intraday ist da wieder ein ganz anderes Kapitel aufzumachen. Da würde ich Ihnen, so blöd das klingt, empfehlen, schauen Sie sich einfach die Hochs und die Tiefs an. Das können Sie mit einem einfachen Zigzag machen oder was auch immer. Schauen Sie, sobald der Markt beginnt, gleich hohe Tiefs zu machen oder neue Swing Lows auszubilden, bleiben Sie einfach short. Sobald der Markt beginnt, höhere Tiefs auszubilden und höhere Hochs auszubilden, dann überlegen Sie sich, den Trade zu verlassen. Das klingt jetzt wirklich trivial, aber im Grunde ist es mit die wichtigste Notiz. Solange ein Markt einen Trend hat, traden Sie diesen Trend, bis der zu Ende ist. Sobald der Trend bricht, ändert sich möglicherweise was oder auch nicht. Aber solange der Trend nicht gebrochen ist, überlegen Sie, in Richtung des Trends zu handeln und im Grunde einfach das zu machen, was Ihnen gezeigt wird. Das ist auch damit gemeint gewesen. Und nicht zu viel zu interpretieren. Also gehen Sie her und weiß ich nicht, machen Sie daraus einen Trendkanal auf sowas. Sie kennen das ja noch gar nicht, wie sich das entwickelt. Sie sehen den Impuls, dann geht es mal wieder in den 50% Retracement, dann macht der ein neues Low, dann kommt natürlicherweise eine Korrektur, dann geht es weiter und weiter. Und arbeiten Sie da doch einfach mit Trendkanälen oder mit einem 20er oder 50er gleitenden Durchschnitt Intraday, der Sie da entlang führt. Beliebt ist eben auch der DVAP. An der Stelle vielleicht nochmal erwähnt für die Fortgeschrittenen. Und dann, wenn der Markt so einen Trend verletzt und Sie sehen die ersten Moving Average Crossovers, so wie hier, dann machen Sie sich darüber Gedanken, ob es Zeit für den Trade vielleicht zu verlassen. Ich würde da gar nicht so, also anders gesprochen, je härter Sie Ihr Regelwerk festlegen, desto schwieriger wird es für Sie, das umzusetzen, weil die Volatilität hoch ist. Sie werden immer mal so einen Spike sehen in die eine Richtung, dann wieder in die andere Richtung, ohne dass im Gesamtbild was sich verändert. Und Trading ist eine gute Idee, aber Sie müssen eben auch einen sinnvollen Trade wählen. Und aus Erfahrung kann ich Ihnen sagen, Trendkanäle, so trivial das klingt, sind da relativ simpel, aber effektiv, genauso wie einfache gleitende Durchschnitte, wie zum Beispiel ein 50er, ein 20er Intraday, der Ihnen da hilft, letztendlich einfach entlang des Preises entlang zu trailen und dann am Ende in der Richtung unterwegs zu sein, der sie unterwegs sein wollen. Das gilt im Übrigen auch zum Beispiel bei Intraday-Trends, die sich nicht aus News ergeben, also zum Beispiel bei Aktien oder so, die einfach irgendwann mal anfangen zu trenden. Also so einfach das klingt, versuchen Sie es einfach mit Trendkanälen darzustellen und sobald ein Trendkanal bricht, überlegen Sie sich, ob Sie den Trade verlassen. Sie können ja immer wieder neu einsteigen. Das gilt im Übrigen, um vielleicht da auch den Bogen zu schlagen aufs Makrobild für den DAX aktuell. Sie alle wissen, auch wenn es schwierig ist, mit so kleinen Ausreißern hier, im Moment befinden wir uns immer noch auf Makrosicht tendenziell in so einer Abwärtsbewegung, die jetzt gestern und heute dadurch bestätigt worden ist, dass hier auch die Korrekturfahne im DAX gebrochen wurde. Damit ist diese weiße jetzt rote Linie hier gemeint, wir befinden uns ja hier aktuell, da sind wir. Wo ist das nächste Unterstützungslevel? Erst so im Bereich von 9380, 9250 und dann dieser große Aufwärtskanal im Bereich von 9000, sage ich mal, zu irgendwo in diesem Preisbereich. Das heißt, aktuell sieht das alles nicht so rosig aus, nachdem die für die Longs, nachdem auch hier die kleinen Durchschnitte 200 und 400 auf Tagesbasis jetzt wieder bestätigt worden sind und der Markt sich wieder auf der Verkäuferseite eher wiederfindet. Also das sind so einfache, aber doch effektive Muster. Das große Problem dazwischen, solche Marktphasen hier über mehrere Wochen sind einfach unangenehm zu handeln, wenn Sie mal einen Tiefpunkt gesehen haben und dann kommt der fast wieder bis zum 100% Retracement zurück, in der Folgebewegung auch und dann geht es erst richtig los. Das ist also eben recht schwer zu timen. Viele Leute müssen, oder man muss an dem Punkt dann auch da sein wirklich. Und hier war ja kurz auch wirklich die Hypothese zu bilden, möglicherweise gibt es hier einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend, das ist jetzt erstmal nicht der Fall. Aber egal, also es zeigt wieder, stellen Sie sich nicht gegen die gleitenden Durchschnitte, spätestens hier muss für Ihren Long
der Out sein, da müssen sie raus und die Zeit, da auf der Longside wieder zu spielen, wird auch kommen, also muss da nicht alles schwarz malen, aber im Moment sind eher die Verkäufer offensichtlich im Lager der Führenden und das heißt, das können sie im Grunde auch auf den Intraday-Chart übertragen, solange dem der Fall ist, jetzt springe ich mal zurück, oder was hier auf diesem Chart, auf dem heutigen Intraday-Chart, ist das im Grunde analog zu betrachten. Jetzt hole ich uns mal hier so einen Intraday-Chart von der Indikation von CapTrader. Hier sehen Sie aktuell den DAX von heute mit so einer kleinen Bottom-Pick-Position, die aufgemacht wurde. Was haben wir da gesehen? 9 Uhr, ab 9 Uhr, das ist im Grunde analog exakt das Gleiche. Lassen Sie mich das auch einzeichnen und machen Sie es für sich selber vielleicht im Kopf mit. Um 8 Uhr auf der Future auf, um 9 Uhr der Cash-Markt. Hier sehen Sie das Hoch von gestern, der Schlusskurs. Hier sehen Sie die Eröffnung irgendwie von heute, beziehungsweise das Tief zu diesem Zeitpunkt. Und wo sehen Sie das? Das ist sozusagen die 100%-Spanne. Wo sehen Sie das Retracement? Ziemlich genau bis in etwa 50%. Wenn Sie diese Spanne, dieses Gap zugrunde legen und dann ging es eben schnurstracks und munter runter, bis dann der Markt sich entschlossen hat, eben diese Seitwärtsbewegung einzuschlenken und hier auszulaufen. Und hier sehen Sie auch diese kurzen, lustigen Hochs, wo Sie nochmal alle ausstoppen, sind eben genau die Punkte, wo es problematisch wird mit einem Trailing-Stop. Der Markt ist ja im Grunde seit der Eröffnung tendenziell eher seitwärts gelaufen und auf dem Makrobild sieht das ja nicht viel anders aus. Das heißt, hier an der Stelle müssen Sie eben überlegen, wie wollen Sie das handeln, wenn Sie es handeln, an welchen Punkten wollen Sie das handeln, da bleibt Ihnen nicht viel übrig, als entweder in die übergeordnete Richtung, also die Richtung des Impulses zu traden oder auf der Short-Seite zu traden, sollten 50% nicht überschritten werden. Kritisch wird es immer dann, wenn Sie ein Tief sehen, ab irgendeinem Punkt und das typische V kommt, so, dann macht er hier so ein bisschen irgendwas und dann kommt das und dann wird es sehr, sehr kritisch, hier können Sie fast blind dann long gehen. Wenn dann aus einem Down-Gap ein komplettes Retracement wird und dann von negativ auf positiv gewechselt wird und nach diesem negativ auf positiv Wechsel der Markt beginnt zu trenden. Das ist das, was Sie in der jüngsten Vergangenheit im DAX auch schon sehen konnten. Wann entstehen Trends? Es entstehen immer dann Trends, wenn die meisten Leute auf der falschen Seite gefangen sind. Und das passiert in der Regel dann, wenn zum Beispiel entweder ein Down-Gap eingeleitet wird, das Down-Gap wird zurückgekauft und dann wird das letzte Hoch überschritten. Analog dazu, es gibt ein Upgap, das wird abgipfelt, komplett abverkauft und der Markt fängt an zu trennen, läuft an die Tiefs. Also wenn Sie dann diese typischen, wir nennen das negativ zu positiv Bewegung haben, dann dann haben Sie in der Regel echt Short Squeeze Potenzial. Analog dazu haben Sie von positiv zu negativ Bewegungen, damit ist die prozentuale bzw. absolute Bewegung gemeint, dann haben Sie häufig diesen Down Day. Es sei denn, der Markt läuft seitwärts, dann haben Sie gar nichts. Das ist das, was Sie im Grunde nochmal so für Ihr Repertoire vielleicht für sich mitnehmen können, denn am Ende ist das, wenn der Markt trendet, sind das Szenarien, die Sie recht gut handeln können. Jetzt kommt im DAX eben dazu, dass der ja mittlerweile, ob Sie jetzt den Mini sich anschauen, den FDAX relativ starke große Handelsspannen hat. Sie sind da, also ich weiß nicht, mit welchen Shops Sie arbeiten, aber wenn man sich das mal durchanalysiert, dann sehen Sie in der Regel, dass der Markt ja, dass Sie da mit 5 Punkten oder 10 Punkten im Grunde gar nichts reißen können, der oszilliert ja schon fast immer in diesen Bereichen. Schauen Sie sich das an. Sie müssen also im DAX meines Erachtens aktuell eher mit Stops im Bereich von eher 30 Punkten unterwegs sein, überhaupt, um einigermaßen sicher, ohne dass Sie ausgestoppt werden, sich mal in eine Richtung bewegen, Entschuldigung, auf eine Richtung setzen können. Und wenn Sie einen 30-Punkte-Stop haben, dann haben Sie, sage ich mal, ja, also das siebenfache oder ein Siebtel der aktuellen ATR, das heißt, Sie müssen da echt relativ gut treffen, können es aber schaffen, wenn der Markt beginnt zu trenden. Ist nicht so einfach, auch wenn es leicht aussieht, meines Erachtens im Moment, wie immer eigentlich, aber ich meine, dann war es schon einfach. Das ist aktuell eben der Fall, weil also ist trotzdem vielleicht auch da nochmal ein kurzer Hinweis, Sie wissen alle, egal wie der Sommer, ob das jetzt periodisch und zyklisch so ist und egal wie jetzt der Brexit ausgeht, die Leute, die wirklich schlecht shorten können, da gibt es ja einige, dem sei gesagt, kein Markt fällt für immer. Wir sind zwar seit dem Tag der Aktie, der hier mit einem roten Pfeil gekennzeichnet ist, Sie erinnern sich an letztes Jahr, wo Sie kommissionsfrei bei einem großen Online-Banken Ihren Aktien kaufen konnten,
Das war kurz vor dem sozusagen All-Time-High. Danach ist der Markt nur noch gefallen. Also ich weiß auch nicht, wie man sowas platzieren kann, weil so fördert man die Aktienkultur im Land sicherlich nicht. Aber das ist dann nochmal ein anderer Punkt. Nichtsdestotrotz, Sie sehen, wenn man das mal auf eine große Zeitebene, zum Beispiel im Monatschart hin, zurückskaliert, kein Markt auf der Welt, sei es der S&P oder der DAX, fällt für immer. Ja, es gibt diese fiesen großen zyklischen Korrekturen zwischendurch, die wehtun und ins Geld gehen, wenn man da stubborn ist, wie man sagt. Aber am Ende wissen wir, ein Markt steigt immer. Und auch wenn der DAX vielleicht intraday nicht immer der schönste zu handelnde Markt ist, mit einer Sache können Sie sicher sein, das gilt eben auch für andere Indexmärkte oder Baskets wie den S&P oder auch in den MDAX oder den Russell oder die Small Caps an dieser Stelle. Wichtig ist, Sie können in der Regel den Markt ja nicht timen. Timen bedeutet, Sie können in der Regel nicht den Umkehrpunkt exakt treffen, sei es am Hoch oder am Tief. Das zu schaffen ist eigentlich eine Illusion. Warum? Sie haben gerade gesehen, das zuckt nochmal, macht nochmal ein höheres Hoch oder macht nochmal fast ein gleiches Hoch. Da müssen Sie gar nicht groß versuchen, den Turn zu finden. Wichtiger zu sagen ist eigentlich, immer wenn der Markt fällt, um x Prozent, sagen wir mal um 5 Prozent, das habe ich mal gebacktestet, das ist zwar mit hoher Volatilität im Konto verbunden, aber immer wenn der Markt zurückkommt, macht es fast Sinn, das geht jetzt vor allem eher an die Langfristleute, nach definierten Risiko- und Einstiegskriterien einfach zu kaufen. Damit ist gemeint, zum Beispiel einen ETF zu besparen oder zum Beispiel irgendwie einen DAX CFD zu kaufen, einen kleinen zum Beispiel, gerade dann, wenn der Markt vielleicht 10-20% gefallen ist. So blöd das klingt, blind, diese großen Abverkäufe immer mit einer Mini-Mini-Position zu kaufen, sei es hier, hier, hier oder hier, denn kein Markt fällt auf Null, das passiert nicht. Und wenn die Panik am größten ist, sind die Gelegenheiten gerade für die Longs auch am größten. Wenn Sie hier oben alles gekauft haben, dann haben Sie Pech gehabt, dann tut es ziemlich weh, aber wenn Sie nach definierten Kriterien Ihre Pyramide bauen, dann lohnt sich das in der Regel immer. Und dann hat vielleicht, wenn Sie jetzt nicht im Daytrading-Bereich unterwegs sind, nehmen Sie sich das vielleicht ein bisschen zu Herzen, um zu überlegen, wie den nächsten großen Abverkauf, der ja mit Sicherheit folgen wird. Wir sehen ja hier, dass die regelmäßig auftauchen. Es ist auch an der Zeit, dass der auftaucht, spätestens so im Bereich auf Monatsbasis von 6.500 vielleicht oder so, wird es nochmal Sinn machen, da größer shoppen zu gehen. Bis der Markt da angekommen ist, vergeht allerdings vermutlich noch eine große Zeit, oder er kommt vielleicht auch gar nicht dahin. Nichtsdestotrotz, intraday müssen Sie das anders lösen und dann löst man es im Bereich dieser Impulse eben so, wie ich es Ihnen gerade geschrieben habe. Da müssen Sie allerdings wissen, nicht immer ist ein Impuls ein Auslöser für eine große Bewegung, wie auch hier an den Non-Farm Payrolls zum Beispiel, hat der Markt sich überlegt, das Ganze nochmal zurückzukaufen, das Ganze zu überschreiten sogar. Sie sehen das, dieses fiese Rechteckmuster im Grunde, höheres Hoch zu machen, dann erst den Abverkauf einzuleiten. Was soll man tun? So funktioniert eben der Markt. Da können Sie wenig machen. Wo sind meine Bars? Muss ich die noch laden? Ich glaube ja. So. Dann nehmen wir es mal 4 Stunden. So funktioniert es eben. Zuerst kommt der Abverkauf und dann sehen Sie, die ersten Leute gehen short. Dann kommt nochmal der, oh, ich kann kaufen, es ist billig. Und dann kommt der Reality-Check. So ist es eben. Und wenn Sie zu früh sind, sind Sie zu früh. Sie erinnern sich, CapTrader hat dazu ja eingeladen, jüngst im ersten Quartal hier das Kino-Event, The Big Short. Der Kollege, der da gegen die Hypotheken Credit Default Swaps gewettet hat, der war auch ein Jahr zu früh, obwohl es hätte aufgehen müssen. Aber das, denke ich, verdeutlicht am allermeisten die Tatsache, dass Sie den Markt nicht timen können. Sie werden es nicht schaffen können. Sie werden es an Ernährungsweise können, aber Sie werden es nicht bewusst im Turn finden. Von daher macht es Sinn, nicht gegen die gleitende Durchschnittssteigerung zu traden und eben auch nicht short zu gehen, wenn der Markt steigt und nicht long zu gehen, wenn der Markt fällt, so blöd es klingt. Und das ist aktuell die Situation. Es macht aber dennoch Sinn, eben auf großer Zeitebene immer alle x Prozent eine ganz, ganz kleine Position zu kaufen, sodass Sie eben vom Dollar-Cost-Averaging-Effekt am Ende profitieren über lange Sicht, sagen wir mal die nächsten 5 oder 10 Jahre, das ist eben auch so. Gut, aber das sollte gar nicht Thema sein, das war nur so ein kurzer Ausflug, um beim News-Trading zu bleiben, denken Sie dran.
Da müssen Sie mit engeren Stops arbeiten und mit dieser 50%-Regel, 50 bis 80%-Regel arbeiten, dann sind Sie da recht gut aufgestellt. Wir selber werden ja nochmal ein kleines Webinar machen zu diesem Brexit, zur Brexit-Geschichte. Und dann schauen wir uns mal an, wie der Weltmarkt darauf reagiert, ob das zu einer sogenannten Relief Rally kommt und der Markt nach oben läuft oder nicht. Aktuell wissen wir ja, hat der DAX ordentlich verloren in den letzten Tagen, und das sollte meines Erachtens dann zumindest zu einer technischen Gegenreaktion ab irgendeinem Punkt kommen, und sei es vielleicht nur für 100, 200 Punkte, aber das wird uns sicherlich irgendwann ereilen, spätestens so meines Erachtens im Bereich von 9.500 Zählern, 9.400 Zählern, irgendwie sowas. Gut, also ich hoffe, das war hilfreich und hat geholfen, nochmal eine Sicht auf solche Impulse zu bekommen, wie man das möglicherweise umsetzen kann. Das ist bewusst kein Trend-Trading-Ansatz, sondern ein kurzfristiger News-Trading-Ansatz, der sich möglicherweise, wenn Sie Glück haben, in einen Trend-Trading-Ansatz verwandeln kann. Manchmal stecken Sie ja zufällig am Beginn eines Trends durch Ihren Trade, den Sie so oder so gemacht hätten, im Trend drin, und zwar ziemlich weit vorne. In der Regel können Sie eben nicht davon ausgehen, dass Sie das wirklich timen und schaffen können. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt, Andreas. Ansonsten wäre ich dann für meinen Teil erstmal soweit durch. Okay, ich schaue mal gerade. Ja, es kam eine Frage, die ist jetzt schon ein bisschen älter, oder also ein paar Minuten älter. Und zwar, in welcher Zeiteinheit arbeitet man für solche News am besten? Also 1 Minuten, 5 Minuten, 15 oder 30 Minuten? Also kannst du da vielleicht Tipps geben? Aber ja, absolut. Also ich kann Ihnen empfehlen, je kleiner die Zeiteinheit, desto besser. In der Regel ist das so ein Bereich von einer Minute. Sie können auch nicht zeitbasierte Charts verwenden. Ich würde Ihnen allerdings empfehlen, da so zwischen 1 und 3 Minuten Charts zu verwenden, weil wichtig ist, das kann man jetzt schlecht darstellen, aber wenn es denn mal in einem News Trading Event so ist, nehme ich vielleicht mal ein Video auf, ich glaube, ich habe auch irgendwo einige dazu, muss ich nochmal nachschauen. Wichtig ist ja, die Kerze, die da entsteht zum Zeitpunkt, die ist ja noch nicht fertig, das heißt, wenn Sie 60 Sekunden Zeit haben für eine 1-Minuten-Kerze, dann wird die in dem Rahmen des News Events immer größer werden. Die haben ein Hoch und ein Tief und das wird sich nach unten verschieben, vielleicht nochmal nach oben. Deshalb macht es Sinn, eine relativ kleine Kerze zu nehmen, meines Erachtens, und dann eben zu gucken, dass sie in den 50 bis maximal 80% Retracement innerhalb dieser Kerze, deshalb auch der Preisanzeige. Also Sie sehen hier im Übrigen, habe ich deshalb auch nochmal aufgemacht, hier der aktuelle Preis 9.636. Und Sie sehen diese rote Linie hier, die in diesem Kasten ist, diese dünne rote Linie, das ist der aktuelle Preis. Das Ask allerdings, die ja mitschwingt mit dem sich verändernden Preis. Und dieses Ding schwingt in einer entstehenden Kerze auch hoch und runter, und das sollte eben 50 bis 80% nicht überschwingen, sage ich mal jetzt vorsichtig. Und dann können Sie damit arbeiten, als Ihr Impulstrigger sozusagen gegen die entsprechend, die, sagen wir mal, das wäre jetzt der Impuls gewesen, dann sollte der hier nicht drüber laufen. Und das sieht jetzt alles langsam aus, das ist ja auch, der Markt ist ja zu im Grunde, aber wichtig ist, wenn das ein News-Event ist, dann wird Ihnen diese Kerze wirklich hin und her schwingen permanent, und das auch relativ schnell. Das geht dann so, und solange Sie merken, das hält sich hier oben auf, geht aber nicht drüber, sondern prallt immer ab und geht dann jetzt so runter, dann versuchen Sie eher auf die Short-Seite zu wechseln und dann in Richtung des übergeordneten Impulses zu traden. Was werden Sie immer haben? Sie werden fast in der Regel, Sie werden in der Regel fast immer einen Retest zumindest des Tiefs haben. Wenn es dann nicht weitergeht, geht es halt hoch, aber Sie haben in der Regel eben den Vorteil, dass das nochmal hier zumindest näherungsweise in Richtung der Lows läuft, und dann können Sie da spätestens covern, wenn Sie nicht glauben, dass es weitergeht. Und ansonsten, wenn Sie Glück haben und der Markt entscheidet sich dazu, richtig durchzutrennen, dann ist das eben der Fall, und dann ist das so, und dann stehen Sie auf der richtigen Seite. Also eine bis drei Minuten Kerzen, sowas in der Regel arbeiten, damit arbeite ich in der Regel. Okay, dann wird gefragt, es sind eigentlich zwei Fragen, die unabhängig voneinander gestellt wurden, aber die in die gleiche Richtung gehen. Und zwar einmal, welche Produkte sind einfacher zu traden oder einfacher zu handeln als der DAX? Und die zweite Frage, sind eher Währungen oder Indizes für News-Events interessanter? Vielleicht kannst du da auf beide Fragen kurz eingehen. Also ich kann auf beide Fragen relativ konkret antworten, und zwar aus der Sicht, aus meiner Sicht als Trader bzw. Trading Coach im Sinne von zwei Tradern, die ich aktuell sozusagen begleite, die sich auf den DAX spezialisiert haben, schon seit einiger Zeit,
die sind sehr, sehr schlecht darin, haben sehr hohen Misserfolg. Und wir sind das jetzt, also das war jetzt ein halbes Jahr, wir sind das jetzt mal durchgegangen oder ein bisschen länger schon mal durchgegangen und haben mal geschaut, woran das liegt. Und wir haben schon echt eine ganz gute Summe da durchgebracht, also einigermaßen alles im Rahmen, aber trotzdem nicht so erfreulich. Und woran liegt das? Ich habe mir angeschaut, dass das im DAX vor allen Dingen daran liegt. Die sind im DAX Mini unterwegs, das ist dieser 5-Euro-DAX. Damit zusammenhängt, dass die im Grunde überhebelt sind. Die meisten Leute sind halt überhebelt. Das bedeutet, die traden so einen DAX und dann zuckt der mal 10 Punkte, dann sind die vielleicht 50 Euro hinten. Dann heißt das, dann gehen die da relativ schnell raus, weil ihr Risiko, je kleiner das Konto wird, desto schwieriger wird es, weil sie dann immer schneller an ihr Risiko rennen. Ich kann Ihnen empfehlen, wenn Sie ein in Anführungszeichen kleineres Konto haben, irgendwas so zwischen 5.000 oder 10.000 oder so, vielleicht auch ein bisschen mehr, dann kann ich Ihnen wirklich empfehlen, nutzen Sie das Angebot von CapTrader bzw. FX Flat und weichen Sie da auf ein CFD aus. Den können Sie relativ klein skalieren, die Ausführung ist gut, gerade auch da auf dem MetaTrader. Da würde ich Ihnen empfehlen, arbeiten Sie mit kleinen Positionsgrößen, zum Beispiel so einem 1-Euro-DAX oder so, also 1 Euro pro Punkt. Dann tut es nicht so weh, wenn es mal wirklich Sie auf der falschen Seite stehen. Und sobald Sie eine Sicherheit entwickelt haben, dort relativ konstante Ergebnisse zu erwirtschaften, dann können Sie sich überlegen, zum Beispiel auf den DAX Future zu wechseln und in dem Fall mit dem DAX Mini zu beginnen. Das entspricht dann sozusagen 5 1-Euro-CFDs. Wenn Sie dann mal ein großes Konto haben, weiß ich nicht, eine halbe Million oder so oder mehr, dann können Sie sich einen DAX Future antun, den großen. An der Stelle kann ich Ihnen also empfehlen, das über den CFD zu regeln. Bei CapTrader haben Sie ja die Möglichkeit, zum Beispiel sich den DAX Future auch parallel anzeigen zu lassen, zum Beispiel beim CapTrader-Konto, das Ganze dann über ein FX Flat-Konto auszuführen, oder Sie nutzen den CFD, wie auch immer. Das wäre so die Empfehlung meines Erachtens, also nicht eine Handelsempfehlung, aber meine Empfehlung wäre an mich selbst, auch vor allen Dingen, wenn ich das machen würde. Und die geht dann auch quasi direkt an die Leute, die das da mit mir zusammen machen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, was Handel, welcher Markt ist besser geeignet. Ich kann Ihnen sagen, meines Erachtens im Währungsmarkt, da bin ich fast nicht unterwegs. Da kann ich Ihnen nur sagen, das nutze ich ausweichen zum Beispiel auf den Euro-Dollar, das mache ich in der Regel nicht. Also ich versuche über die Equity-Indizes zu arbeiten, also in diesem Fall den DAX, den S&P, den MDAX oder den Russell 2000 zum Beispiel in den USA, das darüber abzubilden, das ist meiner Erfahrung nach eine sinnvolle Herangehensweise. Wenn Sie da andere Erfahrungen haben, dann ist das keine Frage, ist das kein Problem. Bei den Währungen habe ich immer so ein bisschen Respekt, wenn Sie erinnern sich an das Debakel im Schweizer Franken. Und so, wenn da mal irgendwas passiert, was nicht passieren sollte, kann man ja ganz schön alt aussehen. Von daher würde ich sagen, es macht Sinn, einfach auf die großen Indizes und dann möglicherweise noch auf die Small Caps zu gucken. Und das ist auch in der Regel ausreichend. Alternative sind halt, wie gesagt, ETFs, wie zum Beispiel den S&P 500 ETF, SPY oder den IWM oder sowas. Aber so würde ich es halten. Und damit fährt man eigentlich relativ gut und sicher durch die Gegend. Ja, also das kann ich jetzt auch nur ergänzen. Ne? Also ich meine, Sie haben ja bei uns bei CapTrader die Möglichkeit, wirklich eine riesen Produktpalette zu handeln. Ja, also wenn Sie jetzt nicht den Index selber, also den DAX-Index selber handeln möchten, dann oder den S&P als CFD oder als Future, wie auch immer, dann können Sie natürlich auch auf die Aktien, auf Einzelaktien zurückgreifen. Ne? Oder wie gesagt, auf ETFs. Ja, ETF auf den DAX oder ETF auf den S&P 500, da gibt es genug Möglichkeiten an Produkten. Optionen ist auch eine Möglichkeit. Viele Trader handeln mit Optionen und versuchen da News Trading durchzuführen. Gibt es zig Strategien und Möglichkeiten gibt es genug. Es muss halt zu jedem selber passen. Und das Allerwichtigste, was Philipp auch schon gesagt hat, ist natürlich die Wahl der richtigen Positionsgröße, dass man nicht überhebelt reingeht, weil das kann halt ganz schnell nach hinten losgehen und das Risiko sollten Sie natürlich bei jedem Trade im Auge behalten. Genau. Vielleicht noch ganz kurz, Sie können ja versuchen, gerade im Optionsbereich so einen Trade zu rollen oder zu reparieren, wenn er mal nicht so läuft, wie Sie wollen, dass er läuft.
Das ist vielleicht ein Vorteil, ein anderer Vorteil im DAX oder auch in allen anderen Indizes ist es natürlich, sage ich mal, wenn Sie nicht ein ganz großes Risiko fahren, dann haben Sie auch da, wenn Sie direktional unterwegs sind, also darauf setzen, dass es steigt oder fällt. Sie können sich nicht lösen, wenn Sie auf der falschen Seite stehen, gehen nicht raus. Je stärker der Markt fällt, Dollar-Cost-Averaging zu betreiben, darauf in Anführungszeichen zu hoffen, dass der Markt zurückläuft zum Mittelwert in irgendeiner Form und je mehr Sie tiefer kaufen, desto schneller sind Sie wieder break-even. Das ist sozusagen das Last Resort, die letzte Chance, nochmal einen Trade zu retten. Kann ich Ihnen aber nur von abraten, im Grunde, weil meistens fällt der Markt schneller und weiter, als Sie glauben. Also versuchen Sie da von vornherein relativ kleines Risiko einzugehen. Und das können Sie über einen 1 Euro CFD halt eben in diesem Fall relativ einfach darstellen. Gut. Okay, also ich sehe auch keine Fragen mehr. Ich denke ja doch, wir haben alle Fragen soweit beantwortet, die im Laufe des Webinars reingekommen sind. Wie gesagt, Sie haben natürlich die Möglichkeit, uns auch gerne im Nachgang noch eine E-Mail zu schreiben, beispielsweise an info@captrader.com oder an service@fxz.com. Da sind wir natürlich gerne für Sie da. Sie haben auch die Möglichkeit, uns natürlich 24 Stunden während der Handelswoche hier im Büro in Rating hier zu erreichen. Das heißt, nutzen Sie die Chance, also wenn Sie Fragen haben, uns dann anzurufen oder uns E-Mail zu schicken. Wir sind da jederzeit für Sie da. Ja, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für Sie, bei Ihnen, dass Sie so rege Fragen gestellt haben, dass Sie das Webinar so interaktiv gestaltet haben. Vielen Dank an dich, Philipp. Ja, wieder sehr, sehr interessant. Gerade das Thema News Trading sollte gerade uns auch in den nächsten Tagen oder Wochen auch wahrscheinlich weiterhin beschäftigen. Und ja, da ist es nicht verkehrt, wenn man da die eine oder andere Strategie mal versucht umzusetzen, um dann natürlich dann auch langfristig erfolgreicher zu sein an der Börse. Vielen Dank dafür und ja, Ihnen wünsche ich noch eine angenehme Handelswoche, einen schönen Abend, ja, und sage auch an dich, Philipp, tschüss. Vielen Dank nochmal und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, schönen Abend. Tschüss.